Leistungssport, das ist einfach für mich ein Lebensgefühl, eine Lebenseinstellung. Und die werde ich so lange betreiben, wie mich meine Beine tragen. Mein Name ist Markus Schöfisch. Ich komme aus Leipzig, bin Langstreckenläufer aus Leidenschaft. Ich will den sportlichen Erfolg und will wissen, wie weit ich mit meinem Sport kommen kann. Ja, gewinnen, versuchen, mich zu verbessern. Und das ist eigentlich auch genau das, was mich seit Jahren motiviert, meinen Körper immer an die Grenze zu bringen. Ja, ich bin der Koch in unserer Familie. Ich kümmere mich ums Essen. Und die wenige Freizeit, die ich habe, verbringe ich natürlich mit meiner Freundin. Das ist so mein Rückzugsort, wo ich mich wohl und geborgen fühle und einfach Energie tanken kann. Also sportlich gesehen waren die letzten Jahre bei mir eigentlich eine reine Talfahrt. Ich bin vor 7 Jahren in der U23 im Hindernislauf Deutscher Meister geworden und habe natürlich gedacht, dass es von da an so weitergeht. Das war überhaupt nicht so. Und ich habe eigentlich auch das Training gebraucht, um mich da wieder rauszuholen. Und dass das nach 7 Jahren natürlich wieder so super funktioniert hat wie beim Frankfurt-Marathon, das hätte ich eigentlich nie gedacht. Und in der Festhalle haben wirklich die Emotionen übergekocht. Und als ich dann kurz vorm Ziel noch gesehen habe, dass für mich das Siegerband ausgerollt wurde, da bin ich völlig eskaliert und es war einfach ein klasse Erlebnis. Und das ist das, worauf ich mein ganzes Leben eigentlich hingearbeitet habe. Und ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kommt.